Die Eckerflächenheizung teilt mit anderen Flächenheizsystemen die Vorteile einer niedrigen Vorlauftemperatur, einem hohen Anteil an Strahlungswärme und niedrigen Betriebskosten. Sie unterscheidet sich jedoch in ihrer hydraulischen Funktionsweise gegenüber anderen Flächenheizsystemen. Dadurch entstehen Vorteile bei den Energiekosten, in der Technik und beim Wohlfühlklima. Welche Vorteile dabei entstehen und was sie dir bringen, erfährst du hier im Video. Bei herkömmlichen Flächenheizsystemen fließt das Wasser Meter für Meter durch die gesamte Rohrlänge. Es fließt also jeder Wassertropfen hintereinander in Serie durch den gesamten Heizkreis. Der Aufbau nach dem Tichelmann-Prinzip ermöglicht dem Wasser in der Eckerflächenheizung mehrere Leitungen gleichzeitig, also parallel zu durchströmen. Dieser parallele Durchfluss hat einen wesentlich technischen Vorteil. Der Weg, den das Wasser zurücklegen muss, wird so auf circa ein Sechstel reduziert. Durch den kürzeren Weg kühlt das Wasser auch weniger stark ab. Der Temperaturverlust gegenüber dem herkömmlichen System wird so von circa 8 Kelvin auf nur 2 Kelvin reduziert. Wird zum Beispiel eine mittlere Oberflächentemperatur von 27 Grad Celsius gewünscht, wird üblicherweise eine Vorlauftemperatur von 31 Grad Celsius benötigt. Wohingegen bei der Eckerflächenheizung bereits eine Vorlauftemperatur von 28 Grad Celsius ausreicht. Das verringert den Energiebedarf bereits um 10%, bei Wärmepumpen sogar noch um mehr. Außerdem verringert es den Materialverschleiß im Heizsystem und schafft eine gleichmäßige, homogene Oberflächentemperatur ohne warme und kalte Stellen. In der herkömmlichen seriellen Flächenheizung entsteht aufgrund des langen Weges des Wassers ein hoher Widerstand im Heizungsrohr. Das limitiert es auf ca. 100 Laufmeter Länge. In der Praxis entstehen dadurch zwei Lösungsansätze. Erstens, Verlegung mit hohem Rohrabstand von 15 bis 20 cm. Bei dieser Variante muss eine höhere Vorlauftemperatur gewählt werden, um den großen Rohrabstand auszugleichen. Zudem entsteht dabei eine ungleiche Oberflächentemperatur. Diese Variante wird leider gerne ausgeführt, da sie mit den wenigen Heizkreisen auch einen geringeren Montageaufwand hat. Zweitens, Verlegung mit gutem Rohrabstand von 10 cm. Bei dieser Variante muss die Vorlauftemperatur nicht zusätzlich erhöht werden. Jedoch entstehen bei der Verlegung viele Heizkreise. Diese bedingen einen großen Heizkreisverteiler und einen erhöhten Montageaufwand. Der geringere Weg des Wassers im Eggersystem erzeugt ca. 80% weniger Widerstand. Dadurch können weitaus mehr wie 100 Laufmeter Rohr verlegt werden. Trotz geringer Anzahl an Heizkreise kann dabei der Rohrabstand von ca. 8 cm ausgeführt werden. Zudem kommt hinzu, dass das Wasser mit einer doppelten Fließgeschwindigkeit durch den Heizkreis durchströmen kann. Das wiederum erzeugt eine angenehme und gleichmäßige Oberflächentemperatur und macht das System besonders reaktionsschnell. Zusammenfassend wird ersichtlich, dass die Eggerflächenheizung bei gleicher mittlerer Oberflächentemperatur weniger Energie benötigt als die herkömmliche serielle Flächenheizung. Gleichzeitig benötigt sie eine geringere Vorlauftemperatur, ist reaktionsschneller und schafft eine gleichmäßigere Oberflächentemperatur. Du hast noch Fragen zur Eckerflächenheizung? Dann trete in Kontakt mit uns.